Hallo, ich war mal wieder auf Stimmenfang und habe diesmal mit dem Jungsozialisten Justus Rasch gesprochen und ihn nach seiner Meinung gefragt, wie die SPD am 24. September die Wahl gewinnen kann. Hört mal zu, hört mal rein, was er dazu zu sagen hat. Tschüss. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns als eine linke Partei positionieren, dass wir zeigen, wir sind für die Menschen da, zu zeigen, wir wollen Gerechtigkeit, dass wir zeigen, wir sind für Familien da, wir sind für Menschen, die nicht so gut verdienen da, wir sind für den Mittelstand da, dass wir uns wieder klar als eine linke Partei positionieren und nicht unbedingt versuchen, allen recht zu machen, sondern den Leuten, denen wir wirklich helfen wollen, eine gute Partei sind und ihnen zeigen, dass wir für sie eine tolle Alternative sind und dass sie keine nationalistische und rechte Partei wählen müssen, um irgendwie gehört zu werden, sondern dass wir ihnen zuhören und dass wir ihnen helfen. Und wirst du dich in den Wahlkampf einbringen? Hast du dir das schon überlegt? Klar, also ich freue mich schon total drauf, mich selber in den Wahlkampf einzubringen. Wir haben ja auch zum Glück vor dem Wahlkampf schön Sommerferien. Dann habe ich extra viel Zeit, um Wahlkampf zu machen. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass die SPD ein starkes Ergebnis bei der Bundestagswahl kriegt. Und dafür möchte ich mich auch einsetzen. Und wie schätzt du das ein? Werden die jungen Menschen, werden die zur Wahl gehen? Oder was können wir da machen, um die zu motivieren? Wir haben ja schon bei der Landtagswahl gesehen, dass wir als SPD bei den jungen Menschen sehr gut punkten konnten. Und ich glaube, das können wir weiter ausbauen. Und besonders wir als Jusos haben natürlich die Möglichkeit, dort uns einzusetzen und den Leuten in unserem Alter zu zeigen, wählt SPD, weil das ist das, was euch nach vorne bringt. CDU wird keine Politik für Jugendliche machen. Ja, Mensch, das hört sich doch alles gut an. Dann bin ich mir sicher, dass wir am 24. September gute Karten haben werden, dass uns viele Menschen wählen werden. Und ja, unser nächster Kanzler Martin Schulz sein wird. Auf jeden Fall. Ja, danke schön. Bitte. Tschüss.